prepare to die. Oh. Wir kämpfen gegen Huan und Botha gleichzeitig. Okay. Dann werden wir uns erstmal Botha stellen. Wow. Das war jetzt heftig. Warum sind die beiden jetzt schon tot? Okay. Corsair, Wasser des Lebens. Kann das sein, dass wir... Ich bin mir nicht sicher, ich will... Ich habe auch nicht abgespeichert. Ich will nicht sterben. Mm-mm. So. Rain, schnapp dir mal ein Ananas-Gel. Und nein, immer drücke ich die falsche Taste. Rain, schmeiß sofort Nurse rein. Nein, Rain, schmeiß Nurse rein. Dann Riga, schmeiß ihr dann vorsichtig mal sowas rein. Habe ich sie nicht befohlen, Nurse einzusetzen. So, Item, Corsair, Citrus-Gel. So, jetzt geht's hier rund. Zack. Botha, du kleine miese Ratte. Okay, dann erlegen wir die beiden. Abtrüngen. Okay, Rain. Corsair braucht... Nee, Rain. Corsair braucht... eine Heilung. Okay. Regel. Wasser des Lebens. Schnell. Regel. Schnell. Citrus-Gel. Schneller. Oh, geht doch. Der Juan. Erst mal bitte unsere... Boah, bitte sag mir jetzt nicht, wir müssen gegen ihn verlieren, ansonsten will ich das nicht. Weil der ist nämlich ziemlich hart. So. Oh, ziemlich viel Schaden raus. Citrus Gear. Nein, du benutzt jetzt Resurrection. Schneller, 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 schneller. Und Nurse. Mein Gott, ey. Ich brauch TP. Ich muss mir jetzt TP selbst verleihen. Und wir noch einen anderen Ananas-Gel. Der geht voll auf die... Oh, hart. Ich glaube, man muss aber gegen ihn gewinnen. Alter, ich will nicht verlieren. Boah, wenn das gleich wirklich so ist, dann muss ich den ganzen Mist nochmal machen. Your fate for standing in my way. Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich, ich muss gegen den gewinnen. Ihr seid doch so Dreckschweine. Das darf doch nicht wahr sein. Ja gut. Ich werde es schneiden. Ich werde noch ein bisschen trainieren. Oder ich werde mein Team mal ganz anders zusammenstellen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir gegen Botha und Huan antreten. Also, bis gleich. So, wir sind wieder mittendrin. Ihr seht, ich habe mein Team ein bisschen neu formiert. Und zwar haben wir jetzt Lloyd, Zelos, Genus und Rain.
So, bevor ich das aber vergesse, müsste ich die erstmal auf Auto stellen. Und der Kampf kann losgehen. Dann hauen wir direkt erstmal die erste Unionsattacke rein. Bounce. Und raufhauen. Hyun ist direkt erstmal der Erste, der uns hier verlassen wird. Denn ich habe keinen Bock auf ihn. Und ich habe vorsichtshalber vorher gespeichert. So, Zellos, setz mal ein magisches Auge mal auf Hyun. Acuteness. Oh, ja, das sieht ja schon richtig gut aus. Diesmal werden wir ihn besiegen. Ich habe eigentlich nicht so viel trainiert. Ich habe eigentlich jetzt nur ein paar mehr Mobs. Komm. Ah. So, jetzt. Nein. Ah. Zack, und dann jetzt hauen wir drauf. Wir hauen weiter drauf. Sieht jetzt Nurse ein. Schaut auf Skelett Mind. Hyun wird gleich sein Leben lassen. Und das ist doch das, was wir erreichen wollen. Ein harter Kampf wieder mal. Ja, jetzt sieht man, er wird schwächer, deswegen setzt er seine starken Attacken ein. Denn er will selbst nicht draufgehen. Und ich gehe fast gleich drauf. Oh mein Gott. Ah, so ein Fiery Beast. So. Ah, hier sehen wir noch. Wie viel er hat, das ist gut. Das heißt erstmal, wird er auch mit einem magisches Auge versehen. Wow, das tut jetzt weh. Bota ist auch fast down. Ich verziehe mich. Oh, jetzt wird es extrem hart. Boah. Na komm. Sonic Swordwain. Irgendeiner muss jetzt sterben von euch. Super, Mörs kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. So. Hyun, du wirst nicht gewinnen. Und jetzt krieg ich einen Kraftschub. So muss es sein. Spruch erlernt. Tidal Whale. Geil. So. Du wirst jetzt mit Fiery Beast erledigt sein. Oh shit, Genius ist nicht dran. Aber es reicht trotzdem aus. So, Rain. Nein, nicht Item, sondern Technik. Resurrection auf dein Genius. Bevor er down geht, sollte er wieder am Leben sein. Bota hat auch nicht mehr viel. Komm. Das wird hart. Nein. Wasser des Lebens. Komm. Zack. Zack, zack, zack. Und zieh. Ananas Gear. Zack. Nein, nein, nein. Ach komm, jetzt ist es wieder aufregend. Nein, ganz ruhig. Nurse. Nurse, setzt Nurse ein. Oder auch so. Wir haben es geschafft. Erfahrungslevel gehen mit 2 und Fossil hat China bekommen und einer. Ah, wir haben erstmal ein Level Up bekommen. Sehr schön. Regal Healed Healer.
erhielt den Titel Schwertdämon. Zelos erhielt den Titel Strahlender Ritter. Jetzt geht's hier rund. Genius erhält den Titel Hexer. Rain erhielt den Titel Professor Rain. Sheena erhielt den Titel Akrobatin. Sir, this earthquake. Could a mana link have been broken? Possibly. Investigate the cause of this earthquake immediately. What shall we do about the Riards? It doesn't matter. Let them go. My little friend can tell us where they are at any time. Endlich! Endlich habe ich sie! Raider, Steuerungserklärung. B-Knopf im Gelände auf Absteigen. Kontrollzeug zum Wenden, nach rechts, links bewegen, nach oben, unten bewegen, um die Höhe zu steuern. A-Knopf, drücke zum Vorwärts bewegen. C-Knopf, nach oben, unten bewegen, um zum Vorwärts, rückwärts gleiten. Nach rechts, links bewegen, um abzudrehen. R-Taste, drehen der Kamera. Na endlich, ich habe endlich diese verdammten Raiders. So geil. Endlich. Und los geht's. Ja. Wir fliegen immer zu viert hier lang. Jetzt können wir jeden Ort erreichen, den wir haben wollen. Und das ist traumhaft. Ich liebe die Teile. So. Was können wir jetzt als nächstes tun? Wir gehen jetzt erstmal zu diesem Turm. Haha. Zack. Da haben wir nämlich den Mana-Turm, ne? Ja, den können wir noch nicht erreichen. Okay. Dann werden wir eine Reise machen. Und zwar da hinten haben wir ja noch ein graues Kästchen, was wir jetzt endlich besuchen können. Und das werden wir jetzt erstmal tun, bevor ich den Part beenden werde, beziehungsweise die Aufnahme beenden werde, richtig. Und wir gehen jetzt nach Exile. Wolkenschlag Exile. Dann schauen wir uns mal ein bisschen hier um. Und da ist wieder ein Hund, das heißt... Nee, brauche ich ja gar nicht wechseln. Ach, Colette ist nicht da. Stimmt, ich vergesse es immer wieder. Was haben wir denn hier? Frieden ohne Angst zur Verfolgung, aber das ist auch, was wir haben. Die Legende besagt, dass der erste Regent von Exile einen Pakt mit Maxwell abgeschlossen und Exile eine schwere Himmelstadt gemacht hat. Natürlich ist das bereits viele tausend Jahre her und niemand weiß genau, ob es wahr ist. Ja. Maxwell. Wenn wir ihn irgendwann mal wieder hören, diesen Namen. Redest du Halbelf und Menschen zusammen auf Reisen? Das ist eine seltene Kombination. Ja, das stimmt, aber... Aber unsere Freunde Genius und Rain sind natürlich Halbelfen. Und das sind auch die besten Freunde von uns. Da hinten haben wir ein... Schrein, ein Feld. Ach, da geht's raus. Und die bewegt sich. Wo ist sie denn jetzt? Ach, die ist da hinten jetzt. Die bewegt sich immer. Okay.
Die können in den nächsten Städten hingehen. Das werde ich auch noch tun. Da unten haben wir ja noch einiges zu erkunden. Und dann gehen wir noch später zu den Eisfeldern da, den Eisgebirge. Aber erstmal gehe ich hier die grauen Stellen absuchen. Und zwar hier haben wir noch eine Stelle. Wir können uns direkt fast davor porten. Das ist also davor setzen. Das ist so geil. Haus der Besinnung. So, was haben wir denn hier? Ach, eine Katze. Redest du mit uns? Ich bin total froh, dass es hier ein Haus der Besinnung gibt. Ernsthaft? Gut, dann gehen wir kurz hier rein. Können wir irgendwas hier machen? Hier ist ein Koch wieder. Ich bin ein einfacher und kein Wunderkoch. Beachte das bitte, okay. Hast du irgendwas bekommen? Na, willkommen im Haus der Besinnung, alles klar. So, das ist sehr schön, dass ich hier eingefunden habe. Wir werden uns hier ins Bettchen legen und werden diese Wucherpreise mal hier bezahlen. Und hier gibt es wieder ein Gespräch. Gebet für Colettes Sicherheit. Dabei kann ich ein bisschen wieder trinken. Und wir müssen auf jeden Fall nach Osten. Weil dort sind ja die Drachen hingeflogen, um Colette zu, damit wir Colette retten können. Und Wardile, oder wie auch immer den ich jetzt aussprechen möchte. Keine Ahnung, wie ich ihn aussprechen soll. Naja gut, der hat Colette mitgenommen mit seinen Drachen. Und wir werden auf jeden Fall Colette wieder retten. Das steht noch offen. Wir werden jetzt aber hier speichern und meine Aufnahme wird auch hier beendet. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme und was hier noch sich weiterentwickelt in der Story von Tales of Symphania, werdet ihr noch sehen. Bleibt also gespannt und bleibt dran. Also bis dann.